Wie geht es nun weiter? Dazu habt ihr mehrere Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, einen Kuss nach dem anderen zu machen, sprich mit dem Kuss GKR2 weiterzumachen. Da werde ich als erstes auf Grundlage einer Bilanz die sogenannten Jahreseröffnungsbuchungen machen, sprich die allerersten Buchungen, die man am ersten Tag des neuen Geschäftsjahres machen muss. Dann folgen 8 Buchungen, die einen guten Querschnitt abbilden der absoluten Grundlagen, sprich, die werden wiederholt. Dann werden die Konten abgeschlossen. Das ist gleichzeitig ein relativ typischer Aufbau für Klassenarbeiten und Klausuren, dass man am Jahresbeginn die Jahreseröffnungsbuchungen macht, dann macht man ein paar Buchungen und schließt dann die Konten ab. Und man ermittelt den Gewinn. Der Kurs GKR3 ist nicht beschränkt auf Leute, die mit dem Gemeinschaftskontenrahmen arbeiten, weil da geht es nicht ums Buchen, sondern um die Grundlagen ordnungsgemäßer Buchführung, sprich um Paragraphen. Welche gesetzlichen Vorschriften und Regelungen liegen der Buchführung zugrunde? Wie muss die aussehen? Ich habe diesen Kurs ganz bewusst an die dritte Stelle gesetzt, weil ich finde, wenn man schon ein bisschen buchen kann, hat man schon eine Vorstellung davon, wie so eine ordnungsgemäße Buchführung aussehen kann. Wenn man die GOB, also die Grundlagen ordnungsgemäßer Buchführung, an den Anfang eines Kurses stellt, so wie es üblich ist, bleibt das Ganze doch sehr abstrakt. Dann folgt Kurs GKR4, der ist auch ziemlich unabhängig, da buche ich sehr wenig. Da geht es als erstes darum, was ist eine Inventur, was ist ein Inventar und wie entsteht daraus eine Bilanz. Und natürlich um Paragraphen, sprich um die Grundsätze ordnungsgemäßer Inventur geht es da. Ein bisschen gebucht wird auch, allerdings berücksichtige ich beide Kontenrahmen, einmal den Gemeinschaftskontenrahmen und den Industriekontenrahmen. Die entsprechenden Filme könnt ihr dann auch überspringen. Dazu mehr im Übersichtsfilm zu diesem Kurs. Wenn ihr es besonders eilig habt, könnt ihr diese Kurse auch überspringen und gleich übergehen zu dem Kurs GKR5 oder zu allen anderen. Der Kurs GKR8 ist auch wieder ein Wiederholungskurs. Und im Kurs GKR13, der wiederholt eigentlich auch sehr viel, nur geht es da nochmal speziell um etwas, das ganz modern geworden ist, sprich man bucht Belege. Also man nimmt zum Beispiel einen Kassenbon, schaut ihn an und bucht ihn. Das ist sehr modern geworden und eigentlich aus kaum irgendwelchen Klassenarbeiten oder Klausuren wegzudenken. Ja, das war's eigentlich, was ich dazu sagen wollte. Wie gesagt, wenn ihr sehr eilig habt und wenig Zeit habt, dann sind die Kurse GKR 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 essentiell. Die Kurse hier ab GKR 2, die setzen im Grunde genommen die absoluten Grundlagen zum größten Teil voraus. Natürlich mit Ausnahme dem GKR 3, der sich wie gesagt besser vorstellen lässt. Oder die Inhalte davon lassen sich besser vorstellen, wenn man GKR 1 schon gemacht hat. Ansonsten setze ich den hier bei allen anderen Kursen voraus. Die Kurse sind insgesamt übrigens so gemacht, dass ihr nur diesen einen Kurs braucht, also zum größten Teil. Also wie gesagt, wenn ihr es eilig habt, 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Und wenn ihr mehr vertiefen wollt, dann nehmt die anderen Kurse noch mit.